Stellen wir uns mal vor, es gäbe eine fundamentale Größe der Physik. Eine so fundamentale Größe, dass man ihr nachsagt, sie könne den Urknall beweisen, die Zukunft voraussagen und den Verlauf der Zeit erklären, gar Entstehung und Verfall von allem begründen. Diese Größe gibt es. Sie heißt Entropie und sie bedeutet nicht Chaos. Was Entropie wirklich ist, erfahrt ihr in diesem Video. Ich bin Ronny, willkommen bei Raumzeit. Entropie wird häufig mit Chaos gleichgesetzt. Das ist allerdings irreführend. Chaos ist eine Frage der Perspektive. Schauen wir uns mal diese zwei Bilder an. Ein Glas mit Crushed Ice und ein Glas mit Wasser. Welches wirkt chaotischer? Sicher das mit dem Eis. Aber welches hat mehr Entropie? Yep, das mit dem Wasser. Fangen wir von vorne an. Beginnen mit dem zweiten Hauptsatz der Thermodynamik. In der Formulierung des deutschen Physikers Rudolf Clausius lautet dieser: Es gibt keine Zustandsänderung, deren einziges Ergebnis die Übertragung von Wärme von einem Körper niederer auf einen Körper höherer Temperatur ist. Das klingt völlig selbstverständlich, denn es deckt sich mit all unseren Alltagserfahrungen. Niemals erhitzt der Waldboden ein Lagerfeuer. Ein Eiswürfel wird das Wasser, in dem er schwimmt, nie wärmer machen. Gleichzeitig sehen wir hier aber eine tiefgreifende Gesetzmäßigkeit des Universums. Sie ist so fundamental, dass wir hier gleich zwei große Wissenschaftler sprechen lassen. Einstein sagte zum zweiten Hauptsatz, es sei die einzige universale Theorie, von der er überzeugt sei, dass sie nie widerlegt werden würde. Sir Arthur Eddington, der Einsteins allgemeine Relativitätstheorie bewies und als erster den Aufbau von Sternen erläuterte, äußerte sich nicht weniger deutlich. Das zweite Gesetz der Thermodynamik hat die höchste Position unter den Naturgesetzen inne, denke ich. Wenn Ihnen jemand nachweist, dass Ihre Lieblingstheorie des Universums nicht mit Maxwells Gleichungen im Einklang steht, dann ist das schade für Maxwells Gleichungen. Wenn aber Ihre Theorie den zweiten Hauptsatz der Thermodynamik verletzt, dann kann ich Ihnen keine Hoffnung machen. Diese Theorie kann nur noch in tiefer Demütigung kollabieren. Interessanterweise war aber 100 Jahre vor Einstein herzlich wenig über Entropie bekannt. Damit wir nicht zu tief in die Wissenschaftsgeschichte abtauchen, blicken wir nur auf einige Highlights. Rudolf Clausius hatte erkannt, dass die spontane Übertragung von Wärmeenergie nicht umkehrbar war. Das Wasserglas gibt stets Wärmeenergie an den Eiswürfel ab. Der Prozess wird quasi niemals andersherum verlaufen. Schließlich wird es einen vollständigen Ausgleich geben und das Wasser, jetzt mit geschmolzenem Eiswürfel, eine einheitliche Temperatur haben. Clausius versuchte, diese Tendenz zu quantifizieren. Er nannte die resultierende Eigenschaft Entropie. Die Entropie in einem geschlossenen System konnte Clausius zufolge immer nur zunehmen, niemals aber ab. Der zweite Hauptsatz der Thermodynamik war geboren. Noch im gleichen Jahrhundert versuchte der Österreicher Ludwig Boltzmann, das Geheimnis der Entropie zu ergründen. Seine Vorgänger hatten immer den Makrozustand eines Systems betrachtet. Der Makrozustand etwa eines Glas Wassers lässt sich mit Angaben wie Dichte, Volumen und Temperatur beschreiben. Boltzmann hingegen versuchte, den Mikrozustand eines Systems zu beschreiben. Dazu müsste man Dinge kennen wie Ort und Impuls aller Atome, die das System ausmachen. Da es natürlich unmöglich ist, dieses Wissen auch nur über ein einzelnes Glas Wasser zu erlangen, ging Boltzmann statistisch vor. Es muss eine Reihe von Mikrozuständen geben, welche alle den gleichen Makrozustand hervorbringen. Und je mehr dieser Mikrozustände es gab, desto höher war die Entropie des Systems. Ein alter Fernsehbildschirm, auf dem nur Rauschen zu sehen ist, ist eine gute Visualisierung. Dieses Rauschen ist unser Makrozustand. Es gibt eine Unzahl von Möglichkeiten, wie schwarze und weiße Punkte auf dem Bildschirm verteilt sein können. Die genauen Positionen der Punkte stellen den jeweiligen Mikrozustand dar. Wir nehmen all diese verschiedenen Mikrozustände als das vertraute, gleichförmige Rauschen wahr. Es gibt allerdings nur sehr wenige Zustände, in denen sich die Mehrheit der schwarzen Punkte links und die Mehrheit der weißen Punkte rechts befinden. Oder in denen die schwarzen Punkte eine 42 bilden. Viele mögliche Mikrozustände für den gleichen Makrozustand, das ist Entropie. Boltzmann beschäftigte sich quasi sein Leben lang mit der Ergründung der Entropie, bis er sich, geplagt von Depressionen und körperlichen Leiden, das Leben nahm. Am Ende aber stand eine Formel. Kein Epitaph ziert Boltzmanns Grabmal, keine weisen Worte begleiten ihn. Boltzmann existiert weiter, allein durch die Bedeutung dieser Formel. Versuchen wir mal, Boltzmanns Gedanken ganz vereinfacht nachzuvollziehen. Stellen wir uns ein vollständig abgeschlossenes System mit einem Eiswürfel links und einem lauwarmen Wasser rechts vor. Und um es wirklich extrem einfach zu halten, gehen wir davon aus, dass die Gesamtenergie des Systems 4 beträgt. Eine Energieeinheit befindet sich anfangs im Eiswürfel links, 3 Energieeinheiten befinden sich im Wasser rechts. Um noch weiter zu vereinfachen, können wir diese Energieeinheiten, die wir auch Quanten nennen können, nur auf exakt 8 Positionen setzen. 4 links, 4 rechts. Sich selbst überlassen
können die Energieeinheiten nun neue Positionen einnehmen. Weil unser System so schön einfach ist, gibt es insgesamt nur 16 mögliche Konfigurationen. In zwei von diesen ist die gesamte Energie links bzw. rechts. In vier Konfigurationen finden wir drei Energieeinheiten links und in weiteren vier finden wir drei Energieeinheiten rechts vor. In insgesamt 6 Konfigurationen aber sind die Energieeinheiten gleichmäßig auf links und rechts verteilt. Diese 6 Mikrozustände sind damit statistisch am wahrscheinlichsten und sie alle zeigen uns einen ähnlichen Makrozustand. Das Wasser hat für uns eine einheitliche Temperatur angenommen. Aber Moment, besteht nicht auch die kleine Chance, nämlich 1 zu 16, dass am Ende alle Energie rechts ist? Dann hätte der Eiswürfel Energie an das Wasser abgegeben, oder? Das ist korrekt. Allerdings bedenkt bitte, wie stark wir hier vereinfacht haben. Allein in einem einzelnen Glas Wasser befinden sich ca. 10 hoch 24 Wassermoleküle. Am Ende ist die Möglichkeit, dass der Eiswürfel sich weiter abkühlt, zwar rein rechnerisch noch da, aber so absurd unwahrscheinlich, dass es im gesamten Kosmos quasi niemals vorkommt. Tatsache ist, dass die Entropie im Universum stets zunehmen muss, weil nur dies wahrscheinlich ist. Dabei wird es nicht chaotischer, sondern gleichmäßiger. Und dies gilt immer, ohne Ausnahme, als eisernes Gesetz. Wir können die Entropie des Wassers nämlich nur dann reduzieren, etwa den Eiswürfel neu erscheinen lassen, wenn wir von außen Energie zuführen. Genau das macht ein Kühlsystem. Und damit erhöhen wir wieder die Entropie des Universums als Gesamtes. Wer jetzt also eine Ausrede für zu Hause braucht, jegliche Verrichtung von Arbeit im Haushalt führt zu einer lokalen Ordnung, erhöht aber tatsächlich die Entropie des Universums. Oder noch simpler, wenn ich Staub wische, stirbt das Universum schneller. Ah, richtig, das Universum. Wie bitte hat die Entropie nun mit Anfang und Ende von allem zu tun? Das ist gar nicht so schwer nachzuvollziehen. Wenn das Universum ein geschlossenes System ist und in einem geschlossenen System die Entropie stets zunehmen muss, dann hatten wir gestern weniger Entropie als heute und vorgestern weniger Entropie als gestern und so weiter, bis wir schließlich an einem Punkt ankommen müssen, an dem es am wenigsten Entropie gab. Und das ist der Urknall. Andersherum funktioniert das ebenso. Die Entropie wird stets weiter anwachsen und die im Universum verfügbare Energie wird schließlich ihren wahrscheinlichsten Zustand annehmen. In diesem thermodynamischen Gleichgewicht schließlich kann keinerlei spontane Arbeit mehr verrichtet werden. Das Universum hat dann den sogenannten Hitzetod erlitten. Es ist kalt und dunkel und tot. Und das ist ein Zustand, den wir als Big Freeze bezeichnen. Die Zunahme der Entropie ist auch effektiv unsere einzige Möglichkeit, den Verlauf der Zeit von Vergangenheit zur Zukunft zu erklären. Und mehr zum Wesen der Zeit und warum diese weitestgehend eine Illusion der Menschen ist, aber in einer anderen Episode. Wir hoffen, es hat euch gefallen und war nicht zu trocken. Immerhin war unser Beispiel ein Glas Wasser. Wir danken euch auf jeden Fall fürs Durchhalten und freuen uns über euer Abo. Auch wenn der Klick auf den Abo-Button unweigerlich die Entropie im Kosmos erhöhen muss. Wir danken ganz besonders unseren galaktischen Overlords Rico, Dimitar, Tobias, Michael und Max und all unseren Patrons. Und in diesem Sinne 42.